Heute sind wir zurück bei Stranded Deep. Wir werden heute weitermachen und ich habe eine Sache erfahren, wieso ich immer so oft hungrig und durstig war. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, wir werden es aber sehen. Aber das ist das große Problem, wenn ich immer hungrig und durstig bin und ich nur mit dem Essen und Trinken beschäftigt bin, kann ich nichts anderes machen, okay? Und deswegen müssen wir eine Lösung finden. Also ja, lasst eine Runde für mehr von dem Spiel abonnieren, kostenlos, um keine Videos mehr zu basteln und lasst uns weitermachen mit Stranded Deep. Übrigens, ich weiß, dass das Spiel auf PlayStation und Xbox rausgekommen ist. Deswegen spiele ich es auch wieder, weil ich dachte, okay, jetzt sind viele Sachen dazugekommen. Anscheinend hat sich das Spiel wirklich verändert. Okay, also das Ding ist, wie ihr sehen könnt, hier, wir schauen auf die Uhr und SPF ist quasi, wie lange, wenn ich in der Sonne bin, geht es runter und wenn ich nicht in der Sonne bin, geht's hoch. Zum Beispiel, jetzt bin ich dann nicht in der Sonne, jetzt geht's hoch. Wenn das ganz unten ist, werde ich ganz schnell hungrig und durstig. Was auch Sinn ergibt, weil mein Körper braucht viel Wasser, weil ich das Ganze verliere. Aber jetzt gehen wir mal in die Sonne, um zu gucken, ob es stimmt, was ich sage. Wir sind in der Sonne gerade. Also noch geht's nicht runter, aber ich werde mal ein bisschen in der Sonne bleiben und gucken, was da passieren wird. Vielleicht dauert es ja ein bisschen. Das können wir übrigens mitnehmen, denn heute würde ich gerne meinen Raft ein bisschen verbessern noch. Und zwar, lass mal sehen. Es sollte wieder runtergehen, glaube ich. Früher oder später auf jeden Fall. Und hier haben wir auch ein paar Sachen. Wir brauchen einen Motor auf jeden Fall. Nur, warte mal, wo ist mein Raft, das ich beim letzten Mal gebaut habe? Da hinten ist es, glaube ich, oder? Ja, da hinten ist es, Leute. Ich sehe es sogar. Das geht immer noch hoch. Okay, das ist gut auf jeden Fall. Ich werde mal kurz ein bisschen was trinken, würde ich sagen. Ein bisschen was essen muss ich auch. Okay, sehr schön, Leute. Perfekt. Wir haben jetzt eine Menge zu trinken, was wundervoll ist. Nur jetzt müssen wir auf jeden Fall noch essen. Opa, Yucca-Pflanzen. Sehr geil, Leute. Oh nein, mein Teil ist kaputt. Ah ja, das geht nach einer Zeit kaputt, leider. Aber es ist halt so, oh, wie viele Yucca-Dinger. Die kann man übrigens auch anpflanzen. Ich muss kurz gucken, wie das geht, Leute. Farming, genau. Hier haben wir Farming, Leute. Ich will auf jeden Fall etwas farmen. Ein paar Yucca-Dinger. Holz und das. Okay, das soll ich haben, Leute. Erstmal erstellen wir Lashing. Perfekt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, aber ich brauche erstmal eine Axt tatsächlich wieder, Leute. Sonst habe ich ein Problem. Seht ihr, mein SPF ist wieder komplett oben. Und jetzt wird es halt eh dunkel, Leute. Also vielleicht sollten wir gar nicht schlafen, tatsächlich. Wir sollten nicht so oft schlafen, denke ich. Ich meine, Schlafen hat bestimmt seine Vorteile. Aber ich weiß nicht, was für welche. Auf jeden Fall habe ich kaum Durst verloren. Und auch keinen Hunger verloren in der Zeit. Und ich würde zwar jetzt sagen, wir haben es raus. Aber das will ich nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich es raus habe. Ob das wirklich daran lag. Aber ich gehe mal davon aus. Ich sehe gerade, hier haben wir ein bisschen Fleisch noch, Leute. Das ist natürlich sehr geil. Okay, die Kleidung habe ich mal hier fallen lassen. Die wird doch wichtig sein, auf jeden Fall. So, schön, jetzt wird schön gebraten, Leute. Perfekt. Ich werde mal nicht schlafen gehen, weil ich fühle mich gerade echt wohl, muss ich sagen. Oh, wir brauchen eine Hoe. Ansonsten können wir das nicht machen, Leute. Wie bekommen wir denn eine Hoe? Okay, dann auch gar nicht so schwer. Sollte easy sein, eigentlich. Ich kann auf meiner Insel übrigens keine Steine finden. Nur mal so zur Info. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, okay? Wisst ihr was? Ich werde mal aus Spaß auf eine andere Insel gehen, Leute. Ich werde aber erstmal die Sachen hier lassen. Obwohl, finde ich hier mittlerweile Steine. Meine Insel hat keine Steine. Ich habe die beste Insel der Welt erwischt, Leute. Oh mein, warte mal, ja guckt, sehr schön, Leute, es ist gekocht. Momentan haben wir 3 Striche, wir essen es jetzt. Und jetzt haben wir 1 Strich mehr, gar nicht so viel, ne? Na gut, ich würde sagen, wir sind in der guten Situation. Wir speichern erstmal und gehen erstmal los. Ich will mal kurz die Kiste nehmen und gucken, ob sie auf dem Teil bleibt. Auf meinem neuen Raft bleibt natürlich, meine ich. Manchmal verlerne ich Deutsch, Leute, das ist so bei mir, keine Sorge. Ist ganz normal. So, machen wir den hier, warte, ein bisschen gerader. Genau, weil das wäre dann extra Platz. Mal schauen, ob es drauf bleibt, wenn nicht, dann, ja, ist halt so, ne? Die Frage ist, wohin wollen wir? Wir können ja überall hin, ne, wo wir wollen. Okay, ich würde sagen, passt auf. Wir machen einfach mal den hier, Leute. Und dann werde ich einfach mal die Richtung wechseln. Genau, gehen wir mal zu der Insel da hinten. Was auch immer das ist, Leute. Aber wir werden es sehen. So, und dann hoffe ich aber mal, dass wir jetzt gut ankommen. Und dann der Kompass. Warte, ich hab Messer dabei, immerhin, Leute. Wir gehen jetzt zu, was ist das? Südwest, ne? Dann ist also meine Insel dort Norden. Okay, warte mal, ich muss kurz die Richtung wechseln. Ich sehe gerade. Wir können das Raft aber natürlich auch deutlich größer machen. Das ist halt echt geil, ne? So, wir gehen genau da lang. Perfekt auf jeden Fall. Alter, dieses Teil ist so geil, ne? Wir sind auch so schnell unterwegs damit. Und ich muss nichts machen. Ich kann mich aber umsehen. Das ist episch. Und das Teil bleibt auch hier drauf. Seht ihr das, Leute? Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber ich glaube, für immer, bis ein Hai es töten sollte. Oh nein, was ist, wenn der Wind weniger wird? Ich hoffe, dann passiert nicht dann. Ich meine, theoretisch hilft uns das ja gar nicht dann, ne? Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Anker für dieses Teil, weil, naja, sonst muss ich es immer wieder auf die Insel ziehen. Da war ich nämlich noch gar nicht, von dem, was ich weiß. Südwest, okay. Da fahren wir hin. Mann, ich habe immer Angst. Eigentlich können wir ja ungefähr nach Norden. NE, Nordost. Oh, ich wäre kein guter Dingsterbumster. Wie heißt das nochmal? Kein guter Forscher von sowas, Leute, weil ich mich immer verirren würde. Ich meine, da hinten sind hier noch mehr Inseln, da ganz weit weg. Keine Ahnung, was die alles bieten, Leute, aber ganz ehrlich, wenn ich dahin fahre, ich weiß nicht, ob ich die Inseln wiederfinde, Leute. Was ist nicht das Schlimmste? Wäre ganz ehrlich, würde ich nicht zurückkommen, wäre es okay, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe da ziemlich viele Sachen gelassen. Also, wie gesagt, das wird auch nicht die Insel sein, wo wir bleiben werden. Aber ich habe mir gar keine YouTube-Tipps geholt, Leute, wie ich gegen Monster kämpfe. Das werde ich auf jeden Fall noch tun müssen. Habe ich vergessen. Okay, wir sind da. Ich werde jetzt einfach mal das hier nach oben ziehen. Perfekt, Leute, und dann werde ich das mal kurz mitnehmen hier. So, genau, du bleibst hier. Perfekt, Leute. Wie gesagt, wir haben noch keinen Anker. Den werde ich mir noch bauen. Okay, lass mal kurz gucken, ob wir hier einige Sachen finden. Oh, da haben wir Metall. Oh, was höre ich da? Ich höre irgendwas, Leute. Ich hab Schiss. Es ist die ganze Zeit in meinem linken Ohr. Und egal, wohin ich mich drehe, es bleibt in meinem linken Ohr. Oh, Steine. Deswegen sind wir hier, Leute, wegen Stein. Jetzt wisst ihr es. Endlich wisst ihr es. Kann ich Krabben töten oder... Sorry, Buddy. Es tut mir wirklich leid, okay? Manchmal müssen Sachen getan werden. Hör auf dich zu ekeln, Alter, von der Krabbe. Ich meine, du musst irgendwie überleben, okay? Wir müssen das tun, was nötig ist. Es ist manchmal so. Jetzt noch eine. Die töte ich auch mal. Ich würde unzählige Krabben töten,
um zu überleben. Ansonsten nicht. Okay, hier haben wir noch mehr Kleidung. Sehr schön. Machen wir weiter, Leute, mit den Krabben. So, ihr seid echt gut für später. Kann man gut braten, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Kleidung. Und da hinten ist ein Boot. Und Steine natürlich, nehme ich auch alle mit. Ihr wisst ja, ich respektiere Steine. Okay, kann ich da einfach so rein? Okay, oder warte mal. Ich sehe nix. Ich sehe jetzt ernsthaft gar nichts. Nee, ich sehe zu wenig, Leute. Ich werde noch hier stuck sein, jetzt ohne Scheiß. Slay. Oh, was zum Teufel? Dafür brauche ich bestimmt irgendwas. Ich komme da nicht hin, weil es zu dunkel ist. Einerseits ist es gut, weil dann bekomme ich keinen Sonnenbrand oder so, aber trotzdem. Nehmen wir dieses Metall hier mit. Auf jeden Fall mehr Steine. Bis jetzt habe ich gar nicht das Schwein gesehen. Wo ist das denn? Vielleicht ist abends nicht so aktiv, was Sinn ergeben würde auf jeden Fall. Zwei Steine kann ich auch mitnehmen eigentlich. Wie gesagt, ich würde gerne dieses Schiff einmal beobachten, aber das Ding ist, ich sehe wie gesagt nichts. Haben wir irgendwie... Wir haben eine Lampe, aber die habe ich zu Hause vergessen leider. Scheiße, die hätte ich mitnehmen müssen, Leute. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Ach so, Mann. Oh, oh mein Gott. Hast du mich erschreckt, ey? Okay, warte mal. Ich glaube, das sind keine guten Geräusche, die ich höre. Hier könnte ein Hai sein in der Nähe. Ja, ich werde mal Licht dahin gehen, Leute. Da könnte, wie gesagt, ein Hai sein. Ich muss beim nächsten Mal auf jeden Fall das Licht mitnehmen, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin. Was jetzt öfter der Fall sein wird, weil im Dunkeln scheint die Sonne nicht und dann können wir länger überleben. Wir haben nicht so viel Hunger, nicht so viel Durst. Oh, was? Alter, das habe ich auch noch nie gehabt, das Item. Ah, da ist der Krabbenkönig. Hey, also ist es okay, wenn ich das Teil da mitnehme oder eher weniger, okay? Ja, der will mich hier nicht haben, das steht fest, Leute. Ich werde googeln, wie ich mich besiegen kann, dann komme ich zurück. Ansonsten habt ihr natürlich gewonnen. Obwohl, ich könnte mich schon gerne das dahinter schnappen, Leute. Da würde ich auch die Steine wegtun. Weil so viele Steine brauche ich jetzt auch nicht. Okay, ich schau mir das Metallteil jetzt, okay? Ich hab's nötig, ich brauche es für meine Familie, okay? Ich sprinte einfach dahin, Leute, um mein Leben. Ich sprinte dahin um mein Leben. Nimm schnell. Und jetzt lauf, 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 lauf. Okay, wir sind gerannt, Leute, um unser Leben. Wir haben überlebt. Eine weitere Krabbe, die ich jetzt kurz häuten werde. Ich habe nicht mehr so viel Leben, leider. Das wundert mich gerade. Scheiße. Ich brauche etwas, um zu heilen, Leute. Ich bin fürs Erste zu fliehen. Ich gehe erstmal zurück. Okay, dann ziehen wir das mal hier hin. Ich werde zurückkommen, wie gesagt. Kurz in den Kompass schauen. Und ja, das müsste die richtige Richtung sein, glaube ich mal. Alter, hat dieses Spiel eigentlich Fledermäuse oder wieso höre ich die ganze Zeit welche? Ich frage mich gerade, ob wir, wenn wir zwei Segel hinmachen, ob wir dann doppelt so schnell sind. Oh, oh, ist das überhaupt mein Zuhause? Ja, es müsste es sein, oder? Ich check nicht, was das ist. Alter, das ist ein Turm. Wir sind nicht zu Hause. Ich bin falsch. Oh Gott. Wie ist mir das denn passiert jetzt? Ernsthaft? Okay, also mein Zuhause ist auf jeden Fall einer der Inseln hier. Wow, what the ist das? Alter, ich check grad gar nichts mehr. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt hab ich verfahren. Okay, wisst ihr was? Ich werde ein paar Sachen einfach mal in der Kiste lassen, Leute. Ein bisschen Durst leider bald. Und ich weiß nicht, wo ich bin gerade. Scheiße. Okay, lass mich ein paar Sachen reintun. Wie zum Beispiel das Metall. Kann ich noch mehr? Ja, noch mehr. Sehr schön. Und die Steine. Okay. Müsste okay sein fürs Erste. Ich muss dahin. Ich check nicht, was es ist, Leute. Ich habe mich einfach verfahren. Oder irgendwie, keine Ahnung was. Okay, gehen wir mal hier drauf. Wir können hier hochklettern auf den Leitern. Oh, oh mein Gott. Die Teile, können wir die mitnehmen? Ich weiß nicht genau, wie ich die mitnehmen kann. Bälle, das ist die, sind die nicht fürs Crafting, für die Boote? Hier, Boy Balls, Raft Bay. Seht ihr das? Oh, ich würde die so gerne mitnehmen. Ich weiß nur gerade nicht wie. Oh, das wäre wichtig, Leute. Alter, das ist unglaublich, was wir hier gefunden haben. Ich will hier auf jeden Fall zurückkehren, nur ich weiß nicht, wo meine Insel ist. Theoretisch will ich ja nicht sterben. Ich mache mal die Tür hier auf. Oh mein Gott, was ist da hier los? Lass mal sehen, ob... Oh mein Gott, sehr schön, Leute. Wir haben zwei epische Sachen bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier wird es mehr geben. Leider habe ich immer noch kein Licht. Hat sich nicht geändert. Da haben wir drei... Oh, da haben wir unser Licht, Leute. Oh, perfekt. Oh mein Gott, ich muss alles mitnehmen. Leider habe ich keinen Platz mehr. Oh mein Gott, nein! Ich muss die Sachen mitnehmen. Ich packe die Steine weg, ist mir jetzt egal, natürlich. So, gib mir das Licht wieder. Hier ist doch was. Oh mein Gott. Essen, das blaue ist, yes! Pack einfach mal die Fibrous. Ah, geht nicht gerade, okay. Ach, mein. Ich packe sie einfach mal so weg, genau. Und nehme erstmal das zu essen, Leute. Ich habe nämlich eine Menge Hunger. Kann ich es essen? Ich kann es nicht essen. Ich weiß nicht, wieso. Ich packe kurz was weg, Leute. Vielleicht deswegen. So, jetzt essen? Geht nicht, hä? Ich kann es nicht essen. Ich weiß aber nicht, wieso. Ja, das ist gerade echt blöd. Vielleicht, weil ich schwimme, kann das deswegen liegen. So, kurz an Land gehen. Ja. Oh mein Gott. Yes. Oh, sieht das gut aus. Ich hoffe, jetzt geht mein Leben auch ein bisschen hoch, auf jeden Fall. Wir können hier alles öffnen, ey. Das ist echt nicht mehr normal. Okay, mal schauen, was es hier drin gibt. Ein weiterer Kompass. Metall. Oh, jetzt haben wir zwei Kompass. Noch ein Licht. Kann ich nicht nehmen, leider. Nicht genug Platz im Inventar. Ja gut, also ich kann jetzt nicht alles mitnehmen, leider. Dafür brauche ich ein größeres Raft. Ich könnte mir natürlich ein neues Leben aufbauen hier. Das wäre eine Option, Leute, weil wenn ich jetzt mein Zuhause nicht zurückfinden sollte, dann was soll man machen, ne? Problem ist, hier wird es wahrscheinlich Monster geben und die können mir uns Probleme bereiten. Noch mehr Holz. Na super, jetzt kommt die Sonne wieder. Oh, das wird ein Problem. Ich glaube, ich werde hier erstmal bleiben müssen, Leute. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit in dem Moment. Ich werde hier erstmal bleiben fürs Erste. Ich habe mich entschieden. Ich hoffe, ich kann irgendwie mir ein neues Leben hier aufbauen. Hier ist auf jeden Fall mehr Platz, habe ich das Gefühl. Oder sieht schärfer aus hier. Da kann ich die ganzen Sachen hier hinlegen, auf jeden Fall, die ich gerade nicht so unbedingt brauche, beziehungsweise, ja, ich packe die erstmal hier hin, würde ich sagen. Jetzt müssen wir gucken, ob hier irgendwelche Wesen sind, die gefährlich sein könnten. Auf jeden Fall gibt es hier, ich glaube, mehr Palm-Saplings und sowas, die sehr wichtig sind. Yoga-Plants, sowas müsste es hier mehr geben, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht die Insel, die beste ist, aber bis jetzt sehe ich hier keine anderen Wesen. Nee, die Insel wird nicht so viel besser sein als meine alte. Ich meine, wir wollen ja immer noch eine Hau erstellen, aber jetzt brauchen wir wieder Sachen zum Überleben. Das ist natürlich das Ding. Okay, lass mal ein paar Steine erstellen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall das hier und jetzt können wir eine Hau erstellen.
herstellen. So, Crewtau, da haben wir es, Leute. Perfekt. Und damit können wir jetzt farmen. Alter, hier sind voll viele... Wow, wie viele Planks. Habe ich die alle hier hingetan? Aber war das... Warte mal. Habe ich die alle hier hingeschmissen? Okay, ich glaube, das war ich, Leute. Ich habe hier geschmissen. Okay. Ich vergesse schon Sachen, die ich mache, Alter. Ich muss halt einen Weg finden, um immer wieder meine Insel zu finden, weil das ist mein Problem. Wir haben das komplette Schiff ja noch nicht mal komplett erkundet. Das ist das Ding. Und hier ist eine Tour, oder? Nein, hier ist doch nichts. So, jetzt können wir das Teil erstellen und irgendwo platzieren, wenn wir wollen. Das Ding ist, wir müssen mehr Schatten finden. Das ist auch ganz wichtig. Da hinten ist auf jeden Fall mein Raft. Ich platziere das einfach mal hier hin jetzt. Was kann ich da reintun jetzt? Kann ich Fibrous Leaves reintun? Nein. Ich muss es clearen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Was soll ich denn da drauf tun, Leute? Pipi Plant? Oh, wir haben eine Pipi Plant reingetan. Nicht die beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich. Achso, wir können es wieder wegmachen. Jetzt verstehe ich. Vielleicht keine Pipi Plant unbedingt, oder? Vielleicht was anderes. So, endlich haben wir wieder eine Axt, ey. Wir müssen noch ein Feuer herstellen, damit wir was machen können zu essen. Und dann haben wir das Überleben hier auch dafür gesorgt, denke ich. Obwohl Zinken. Das mit dem Zinken. Verdammt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ich habe ja Kleidung, also sollte alles okay sein. Schaut euch mal, wie perfekt ich das gelagert hier habe, mein Fleisch, Leute. Alles geplant. Ich werde hundertprozentig etwas brauchen, um mich vor der Sonne zu schützen. Oh, es stürmt jetzt aber. Das ist sehr gut, Leute. Alter! Boah, es übertreibt das Spiel aber. Okay, hier habe ich aber auch nicht mehr so viele Yucca-Dinger leider hier, Leute. Ich kann hier eine Flucht reintun, Leute. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst hört man mich nicht. Also, es ist 14.25 Uhr. Dann müssen wir darauf achten, wenn ich jetzt drei Kokosnüsse esse, dass ich bis morgen nicht nochmal drei esse oder nicht noch keine esse, weil sonst bekomme ich Durchfall. Oh nein, ich bekomme trotzdem Durchfall. Scheiße. Aber mein Leben geht immerhin wieder hoch, Leute. Mein Wasser leider nicht. Oh nein. Genau zur falschen Zeit. Oh nein, Kacke. Es könnte sein, dass ich tatsächlich neu starten müsste, weil der Prozess im Arsch ist. Also entweder ich baue jetzt ganz schnell Water Still oder wir haben ein Problem. Ich will einfach keine Kokosnüsse mehr essen, Leute. Ich habe immer ein Problem, wenn es um Kokosnüsse geht. Jetzt wird durstig. Scheiße. Oh, jetzt habe ich aus Versehen noch einen Hammer erstellt, ey. Einen Hammer, den ich gar nicht brauche, ey. Ich gehe jetzt mal kurz ganz schnell darüber in der Hoffnung, dass da meine Insel ist. Obwohl, das wird nicht der Fall sein. Ich weiß leider nicht, wo meine Insel ist. Das ist der Fakt, Leute. Ich weiß wirklich nicht, wo meine Insel ist. Ich habe ein Problem. Vielleicht kann ich beim Schiff noch ein paar Rationen finden. Ich hätte nicht diesen scheiß Durchfall haben müssen. Anscheinend habe ich doch mehr als drei Kokosnüsse gegessen. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Auch wenn ich das nicht glaube, ehrlich gesagt. Oh, hier gibt es einige Sachen, aber wirklich nicht das, was ich brauche gerade. Ich brauche was zu trinken. Okay, warte, ich muss kurz Luft holen. Auch nicht. Leder leider nur. Auch nicht. Duct Tape aber. Auch nicht. Das ist was zum Atmen. Klingt zwar gut, aber nichts zu trinken. Oh mein Gott, hier haben wir auch noch so viele Sachen. Oh! Yes! Gib mir die Scheiße. Gib mir den Scheiß, Alter. Ich muss stehen irgendwo. Jetzt kann ich stehen, jetzt kann ich essen. Oh mein Gott. Genau, wie bekomme ich diese Teile jetzt? Kann ich sie irgendwie kaputt schneiden? Nein, das mit dem Stein geht. Mit der Axt vielleicht? Ja, mit der Axt. Sehr schön. Oh mein Gott, wir können alle nehmen. Gib mir alle, gib mir alle. Die werde ich gebrauchen, um mein Raft zu verbessern. Mach Licht an, damit ich was sehe. Alter, da gibt es so viele Sachen in diesem Schiff. Das ist unnormal, Leute. Das Ding ist, ich muss mal ein Zelt erstellen, wo ich speichern kann. Aber ich habe Angst zu speichern. Bin ich ganz, ich habe wirklich Angst zu speichern, Leute. Aber ich muss es ja machen, früher oder später. Ich werde das mal alle Bälle hier lassen. So, sollte okay sein fürs Erste. Okay, warte mal, ich glaube, ich sollte aber speichern tatsächlich. Mann, selbst dafür brauche ich verdammte Yucca-Dinger. Ich werde jetzt kurz mal rüberfahren und hoffen, dass es meine Insel war, Leute. Und wenn nicht, dann werde ich da kurz Yucca-Pflanzen holen, wenn es nicht meine Insel war. Und wenn es meine Insel ist, kann ich ja gut trinken und speichern dort. Oh, da ist ein Hai unter mir. Ich hoffe, die werden nicht aggressiver, je länger ich überlebe. Das ist übrigens nicht die Insel, leider. Hier gibt es leider Gegner, scheiße. So eine Insel brauche ich mit viel Sand. Da wachsen nämlich viele... Oh mein Gott. Ah, dieses dumme Ding, Alter. Das ist ein Schwein, leider. Ist es klein? Ich glaube, es gibt große und kleine Schweine. Perfekt, Leute. Das ist die Stelle, die ich wirklich brauche hier. Wir brauchen eigentlich mindestens drei davon. Oh, ich habe mich erschreckt. Oh, ich habe dieses kleine Schwein, will mich attackieren. Okay, wie viel haben wir jetzt Lashings? Vier Lashings haben wir. Perfekt. Auf geht's zurück, Leute. Die neue Insel finde ich auch immer wieder, weil ich sehe das Schiff von hier. Und die Kiste bleibt hier einfach die ganze Zeit drauf, was episch ist. Nein, nicht wegschwimmen. Oh mein Gott, das fehlt mir noch. Schön hier bleiben. Ich lerne aus meinen Fehlern zum Glück manchmal. So, jetzt können wir endlich ein Shelter bauen, Leute. Und endlich das Spiel nochmal speichern. Also danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder von Stranity. Lasst dann noch oben, dafür mehr davon abonnieren, kostet es, um keine Videos zu verpassen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!